Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Tales of Berseria. Ja, ich bin mit euch im Menü, denn jetzt gerade eben, als ich gerade die letzte Folge beendet habe, ist die Expedition zurückgekommen. Jawohl, ein Perfekt erzielt. Und, oh, wir bekommen Tales-Münzen. 100, das ist ja nice. So, aber das ist aber nicht unser eigentlicher Schatz, oder? Nein, ist er nicht. Gut, dann noch einmal raus, bitte. In Ordnung. So, dann. Ich muss mit dir, glaube ich, nicht sprechen. Da hat sich nichts geändert. Da ist immer noch alles beim Alten. Okay, dann sind wir jetzt bereit, um hier mit der Story weiterzumachen. Ich werde jetzt hier eintreten. Eleanor, I need you to wait outside. The boss of the Bloodwings knows an exorcist is with us, but... Say no more. I'm sure they have clients who wouldn't appreciate their faces being known to the Abbey. Correct. Lafayette, you stay with Eleanor. Okay. I'll be back soon. My thanks for coming all this way. It's been a while. Would you care for a peach pie? What do you want? Oh, it would do you good to unwind every now and again, you know. Stretch a bow too far, and its string is bound to snap. What do you want? I would like you to escort this person out of the capital. Something smells about this. Literally. Where am I taking them? Somewhere the authorities can't reach them. Sounds nice. I could do with such a place myself. No joke. We've been looking for a place to lay low, but we haven't had any luck yet. Well, come to think of it, I've heard a rumor that it's been a while since the Abbey has had any contact from Titania. The prison island. Titania? But I thought the Abbey was in direct control of that place. Has the situation there gotten that bad since you left? Sometimes the answer is right under your nose. I think it might work. Yeah, could make a decent hideout, actually. The Therians could definitely get their fill of malevolence there. And the Abbey is far too goody-goody to imagine an escaped prisoner would ever return to her prison by her own free will. At the very least, I'd say it's worth checking out. I take it our intel has proven useful. It has. But before we go, have you heard anything about the Abbey harboring demons? I'm aware there was a demon in the villa, and that it has been relocated. Where? I can't say right this moment, but I'm sure we will find out shortly. All right, then in exchange for this passenger's safety, I want more information on that demon. You've got a deal. Aizen, I heard about your confrontation with Melchior. I'm sorry I wasn't able to help you find him. Yeah, you really blew that one, Toots. It's fine. What's done is done. Have you given up on finding Eifried? No, I haven't. The crew and I will do whatever we can to quash the Abbey's plans. We do them enough damage. And the Abbey ought to start thinking about putting their hostage to good use. They'll set him up as a trap for us, and that's when we'll steal him back. Attacking the Abbey to create an opening for his escape. Clever. It's what Eifried would do. That's all. Taking a while. Yeah. Komm nicht auf dumme Ideen. The Shepherd has a special mission for you. You are to protect the Malak Lafiset and bring him to the Logris Abbey headquarters. What's wrong? Hey, you want to take a walk around the capital for a bit? I can show you some of the sights. But, Nein. You
You can't trust me. I understand. No, oh, it's not bad. Das. I promise. I'd love to go sightseeing with you, Eleanor. Luffy said. Well, we'll do it another time, okay? Why? It's just, you know, Velvet would get mad at us. Get mad about what? Ah, you're done. And who is this? A VIP entrusted to us by the head of the Bloodwings. We're stowing them away on Titania where the bad guys can't get at them. The prison island? Just who is this person? Didn't ask. What? Hey, something smells nice. Huh? Stop sniffing things. We're leaving. Also, wenn sie das jetzt gemacht hätte. Take a job without bothering to ask who you're escorting or why. The less you know, the less trouble you invite. Ganz genau, und ich hatte das ja schon mal gar nicht zu interessieren. Also, wenn sie das jetzt wirklich gemacht hätte, nach all dem, was passiert ist, nach all dem, was sie gehört und gesehen hat, und sie sucht einfach nur Entschuldigungen für alles. Also, wenn die da jetzt wirklich mit Luffyset abgehauen wäre, ich wäre bis zum Lebensende wäre ich mit der so sauer. Oh, ich bin froh, dass Velvet noch dazwischen gekommen ist. Oh. Also, ich sag dir, Velvet, sei froh, dass du ihre Gedanken nicht lesen kannst. Oh, das hat mich jetzt echt sauer gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Who is that caped man? I do not know, but his hawk seemed extraordinarily well trained. Trained to hunt, maybe? I'd imagine. It takes a great deal of time and money to train a bird like that. What is it? I smell something nice. Indeed. The scent is somehow familiar. It can't be. Hmm? What are you two sniffing at? Aha! They're bloodhounds on the hunt! But we're talking about hawks hunting, aren't we? Come again? Oh, I'm sorry. Please excuse my poor manners. Naja, vielleicht ist er's auch, der so gut riecht. Hm, leider konnten wir jetzt von ihm auch nicht so viel sehen. Ich würde auch gern wissen, wer sich darunter versteckt. Nicht, dass wir jetzt hier einem Feind helfen. Das wäre nicht so dolle. Ich möchte hier aber auf jeden Fall nochmal reingehen, denn ich möchte hier drin nochmal ganz genau mit euch sprechen. Wie sieht's denn hier aus? Die Kunden hier sind schwieriger als jeder Auftrag, den einem die Blutschwingen aufhalsen. Wollt ihr euch selbst davon überzeugen? Kenner spielt spielen? Ja, ich muss das nämlich noch mit Eleanor machen. Dann lasst uns mal loslegen. Okay, so, ich muss noch mal kurz... Bring mir Folgendes. Eine Fleischpastete. Ah, stimmt, so ist das gewesen. Kraftbrühe. Wo ist die Kraftbrühe? Da. Ja, ich komme doch schon. Genau das Richtige, bitte. So, du möchtest mildes Curry. Mildes Curry und... Mildes Curry und... die Fleischpastete, ne? Ich komme schon. Ne, das war's nicht, was er wollte. Löschen. Oh, scheiße. Oh, ne, das sagt man nicht. Es tut mir so leid. Ah, hier ist noch eine Seite. Oh, wie dumm. Ich möchte das gerne nochmal... Ich möchte das nochmal neu machen. Minispiel beenden. Ich muss das nochmal neu machen. Gute Arbeit. Nee, so gut war das nicht. So, Kellner spielt spielen. Eleanor, nochmal. Okay, let's do this. So, Fleischpastete. Ich brauche die Fleischpastete. Fleischpastete, bitte. So, du willst die Kraftbrühe. Also dasselbe wie eben. Kraftbrühe, bitteschön. Kraftbrühe. So, Fleischpastete und Meeresfrüchtesalat. Fleischpastete und Meeresfrüchtesalat. So, bitte. Ein, nimm's doch. So, und hier. Nimm's bitte. So, und dann haben wir hier hausgemachtes Brot. Mildes Curry. Hausgemachtes Brot. Hausgemachtes Brot. Hausgemachtes Brot. Hausgemachtes Brot. Und mildes Curry. So, bitte. Mildes Curry, bitte.
So, Tofu-Salat, Hühnchenfleisch. Tofu-Salat, Hühnchenfleisch. Tofu-Salat, Hühnchenfleisch. Hühnchenfleisch. Tofu-Salat, scheiße, andersrum. Bitte, ich wollte dich nicht verärgern. Hier, ich wollte dich nicht verärgern, nimm's doch. Mildes Curry. Mildes Curry, mildes Curry, bitte. Okay. Ja, ich habe eins versemmelt hier bei der unten rechts. Mist. Weiter. So, okay. Marbo Curry. Marbo Curry. Also zweimal Marbo Curry. Geht doch. So. Marbo Curry. Bitteschön. Einmal. Bitte. Dann haben wir hier die Obsttorte. Gratin. Obsttorte. Obsttorte. Wo haben wir das Gratin? Ich sehe es nicht. Hier. Ja, ich komme doch schon. Obsttorte. Gratin. Gratin. Ich will es doch ihr geben. Sie wollte es doch haben, du Depp. Reg mich das auf. Och, dann kriegst du gar nichts. Verhungerst du doch einfach. Der Service ist schrecklich. Hier, mein Mittelfinger. Ich hasse Menschen. Marbo Curry. So, hier. Bitteschön. Ey, und die läuft sich schon den Kipparsch. Meeresfrüchtesalat. Ich rede doch mit dir. Meeresfrüchtesalat. Meeresfrüchtesalat. Und Marbo Curry ist es gewesen. So, bitte. Bitte, ich komme. Fleischpastete. Fleischpastete hier unten. Bitteschön. Die hat mich voll sauer gemacht. So, 13. Okay. So, Lachsgemüse-Eintopf. 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 Bitteschön. So, dann haben wir hier Fleischpastete, mildes Curry. Fleischpastete und mildes Curry. Bitteschön, bitteschön. So, dann möchtest du, was auch immer das war, bitteschön. Ja, wenn sie es dann auch abstellen würde. Lachsgemüse-Eintopf. Lachsgemüse-Eintopf hier. Oh mein Gott. So, bitteschön. Dann haben wir hier dich. Pudding. Und du möchtest die Kraftbrühe. Pudding, 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 Pudding. Die Kraftbrühe. Die Kraftbrühe. Wer wollte jetzt was nochmal? Ja, bitte. Ich komme doch schon. Gratin. Und was? Marbo Curry, glaube ich. Gratin. Gratin. Und Marbo Curry. So, bitteschön. Boah, ich kann nicht so schnell. So, Hühnchenfleisch, mildes Curry, Kraftbrühe. Hühnchenfleisch, Hühnchenfleisch, wo ist es denn? Hühnchenfleisch, Kraftbrühe und mildes Curry. Ach, leck mich doch. 10 Telsmünzen erhalten. Ja, wir haben jetzt auch keine Lust mehr. Die Menschen hier sind uns zu anstrengend, wir können das nicht. So, bin jetzt schon gerade bedient. So, rede ich doch mit dir. Bitte, kümmere dich um den Falkenmann. Die erforderlichen Informationen, sie werden bald geliefert. Das verspreche ich. Da habe ich auch keine Zweifel. Bisher hast du uns auch nicht enttäuscht. Wir hören hier die verschiedensten Gerüchte über euch. Und bevor wir sie weiter verbreiten, peppen wir sie noch etwas auf. Das steigert die Verwirrung des Feindes. Ja, genau. Okay, so, es ist dunkel. Ich werde erstmal hier entlang laufen. Mal gucken, ob sich hier oben was geändert hat. Kann ja sein, dass jetzt jemand hier oben steht, der vorher noch nicht da stand. So, auf jeden Fall ist nur hier hinten in der Ecke jemand, der mit sich reden lässt. So. Die Exorzisten sind spät dran. Wie lange soll dieses Gespräch mit Prinz Parzival denn noch dauern? Ja, so lange, bis sie fertig sind. So lange, bis sie fertig sind. Das ist so eine Antwort, die mir meine Mama in meiner Kindheit sehr oft gegeben hat. So, okay. Dann hat sich das wohl hier oben erstmal erledigt. Dann schauen wir mal auf dem Marktplatz. Wie sieht es denn hier eigentlich aus mit meiner Band hier? Mit meiner Comedian-Show. Die müssen wir doch noch auch absolvieren. Achso, aber da muss ich mit dem Organisator sprechen, der sich weiter oben befindet. Ja, wir müssen jetzt dahin. Genau. So, Moment, ich möchte hier raus. Das hat aber lange gedauert. So. Ich bin mal gespannt, ab wann wir hier auf Widerstand stoßen. So, gibt's neue Missionen?
Okay, die zwei Sterne verwirren mich immer so ein bisschen, als hätte ich da besonders gute Arbeit geleistet und bei den anderen nicht. So wirkt das zumindest. So, mit dir spreche ich mal. Vielleicht gibt es jetzt hier bei dir auch neue Sachen. Kann ja sein. Nee, hier gibt's gar nichts. Nichts gibt's hier. Okay, huch. Stopp. Wollte erstmal übers Geländer latschen. Die Stadt zieht so viele Leute an, weil sie Sicherheit bietet. Trotzdem solltet ihr hier nachts nicht herumspazieren. Ich glaube, wir sind alt genug. Sag mal, das Teilzeitdienstmädchen, man könnte meinen, die wird auf 450-Euro-Basis arbeiten. Die hat ja noch mehr Freizeit als eine Teilzeitangestellte. Das ist es. Ja, das ist es. Erst Midgand und dann die ganze Welt. Wir werden das Gesicht der Musik verändern. Ich wünsche euch dabei sehr viel Erfolg. So, hier gibt es niemanden, mit dem ich sprechen kann. Hallo? Es ist mucksmäuschenstill. Man hört nicht mal das Miauen von Katzen. Oh. Wenn man gerade davon spricht. Ja, es sei denn, sie haben Geschlechtsverkehr. Dann sind die nämlich laut wie Sau. Hallo? Schaut euch um mich, liebe Freunde. Lasst uns heute nochmals feiern. Okay, macht ihr mal. So. Okay. Mit ihm darf ich auch nochmal sprechen. Aber in die Kirche darf ich nicht. Die Kathedrale ist für heute geschlossen. Kommt morgen wieder. Ach so. Ich dachte, die Kirche wäre 24 Stunden geöffnet. Ich glaube, das ist nur bei der evangelischen Kirche der Fall, oder? Bin mir da gar nicht sicher. Ich bin in dem Gebiet, kenne ich mich nicht so aus. Aber ich meine zu wissen, dass die evangelische Kirche 24 Stunden geöffnet ist. So, hier ist sonst niemand, der mit uns sprechen mag. Da möchte ich mal kurz hier hin. So, dann spreche ich mit dir. Ich bringe es nicht übers Herz, es zu sagen. Ich kann es nicht sagen. Wisst ihr, was im Eintopf nach Loe Crescher Art drin ist? Nun, ihr wollt es gar nicht wissen. Ja, ey, super. Die Luft hättest du dir dann auch zum Atmen sparen können. Ah, super, er ist dann bei der Rezeption gewesen und hat sich seinen Schlüssel geholt. Ich würde gern hier übernachten. Willkommen. Wir sind schon ziemlich voll, aber wir können bestimmt noch ein Zimmer für euch finden. Ja, ich sehe nur niemanden suchen. Ja, okay, alles klar. Also, ja, danke. Hauptsache, über mich wird sich beschwert, weil die Gäste in dieser Bar 2 Sekunden länger auf ihr Essen warten mussten. Und die haben hier kein Zimmer für mich frei. So, musst du nicht ins Bett? Ich muss ja sagen, die Verlockung ist groß. Wie schaut's hier aus? Ah, die sind weg. Sehr schön. Dann darf ich das hier endlich mitnehmen. Eine angelaufene Silbermünze ist das gewesen. So, in die Sackgasse brauche ich dann auch nicht reinzulaufen, denn da kann ich mit niemandem sprechen. Was war das denn? Ich wusste nicht, dass sich der Zustand des Königs so sehr verschlechtert hatte. Nun, er ist nicht mehr der Jüngste, also kommt's nicht ganz überraschend. Aber im Hirten und dem Prinzen hat es verlässliche Nachfolger. Das sollte ihnen zuversichtlich stimmen. Wer schreit denn hier so? Hallo, Nachtruhe und so? Oder da ist wieder irgendjemand betrunken und liegt in der Ecke? Ich habe eine nächtliche Reiseerlaubnis. Ich wünsche euch viel Glück bei eurer Aufgabe. Ja, alles klar, danke. Ist eigentlich noch Kamuana noch bei uns? So. Ja, Moment. Ich muss jetzt erstmal gucken, wo ich hin muss. Ja, und das werde ich herausfinden, wenn ich die Karte öffne. Kann ich das eigentlich benutzen? Ja, Sachsenhafen. Zack. Na, geht doch. So, Sachsenhafen. So, und hier geht's dann auch schon direkt weiter. Endlich ist nachts wieder Leben in der Stadt. Mit den Wachen fühlen sich die Menschen viel sicherer. Das stimmt. Aber wenn ihr es zu wild treibt, wird die Abtei alles andere als glücklich sein.
Zu wild träumt mit was denn? So, wie sieht's bei dir aus? So nachts? Schwarzmarkt und so? Nee, alles klar. Schade. So, zwei angelaufene Silbermünzen. So, stopp, ich wollte nochmal hier rein. Haben die vielleicht ein Zimmer für mich frei? Oder arbeitet hier auch niemand? Oder ist hier alles schon besetzt und voll? Hier möchte auf jeden Fall niemand mit mir sprechen. Ist das jetzt eine Karotte oder eine Kartoffel gewesen? Ich habe das zu schnell weggedrückt. So, ah, hier darf ich übernachten. Aber hier kommt auch kein Dialog zustande. So, und wir haben wahrscheinlich den ganzen Tag geschlafen, denn wenn wir jetzt rausgehen, ist es immer noch dunkel. Ja, wir haben den ganzen Tag verschlafen. So, in Ordnung. Stopp, hier habe ich was gesehen. Nochmal 8 Tails-Münzen. Ah, die hätte ich vielleicht noch ausgeben können. Ich glaube, wir haben genügend Tails-Münzen. Damit können wir uns bestimmt irgendwas gönnen. Würde ich doch mal behaupten. So, dann möchte ich... Ah ja, hier komme ich auch nicht raus. Früher herrschte hier ein ständiges Kommen und Gehen von Schiffen. Im Hafen gingen niemals die Lichter aus. Heute ist das nicht mehr so, aber es freut mich, dass die nächtliche Seebrise wieder etwas Lärm herbeiträgt. Wer schreit hier denn? Ich höre hier irgendwie Kinder. Die sollen ins Bett. Ich weiß ja nicht, wie spät es ist. Hoppla, aber ich gehe mal davon aus, ja. Sommerzeit, so, keine Ahnung, vielleicht 22, 23 Uhr, vielleicht auch später. Okay, hier das Ganze kann ich mitnehmen. Oh, die ganzen Katzen, ich würde euch auch gern alle mitnehmen. So, hier, mit dir habe ich gesprochen. Hier hat sich nichts verändert. So, aber hier, wie schaut's hier aus? Nein, der möchte auch nicht mit mir sprechen. Alles klar. Dann gibt es hier jetzt nur noch 3, 4 Leute, mit denen ich interagieren kann. Und dann können wir dann auch schon aufs Schiff, wie es ausschaut. Dann würde ich doch erstmal hier mit dir sprechen. Could you fit my comedy act into tonight's show? I'm still breaking in my new partner, but I can carry the act. I'd appreciate you squeezing us in. For you, Maggie dear, I'll do it as a personal favor, but you get 200 flat. No expenses, no per diem. Oh, come on, don't be so stingy. It gets worse. Our headliner is doubling up after, and the opener flubbed their lines and lost us minutes. Playing deuce for a cold house? Well, all right, them's the breaks. What the hell are you even saying? I'm saying we're going on, and you are my straight man. What? You are serious? I'll take care of the actual funny bits. Just act like you always do, and we'll be fine. Bonus points if you toss the men in the audience a glare of contempt every now and then. Just trust me. Oh, hold on. This is all happening so fast. I'm not sure I'm ready for... You'd better get ready, because the curtain's going up. Wie? Jetzt? Ja, super, klar. Wir müssen nur jemanden rausdiskutieren, aber klar. Your lovely comedians for today. Magic Kazam! We're still new to the comedy business, but we'll do our best to give you a memorable show. Now, I'm Moggy, the bright, beaming one in the pair, while my moody little partner here is... Belle? Hey, what's wrong, Belle? Everything okay? You need to put some energy into this, or we're in trouble. Come on, if you've got one redeeming feature, it's your moxie. That might be, but this is different. I can see you're going through something right now. All right, let's take a deep breath together. Excuse us for just one moment. Velvet, what are you doing? We're losing the audience. I can't help it. I've never talked in front of such a big crowd before. Wait, don't tell me you've got stage fright? So what if I do? That's so unlike you. Just pretend that you're fighting some nasty exorcist and give it some gusto. Easy for you to say. I'm embarrassed out here. Don't be such a girl! I am a girl. That's it! Just do that, but project your voice! I can't, and I don't want to. You're a comedian, you have to! Where's your passion for your newfound art? I'm not one, and I've never had any. No, I can see it within you, deep down, the burning passion of a true artist at heart. I've had enough! I can't do this with you! Sorry, folks, show's over. Nicht dein Ernst, oder? Oh my God! Well, you've certainly shown me something new. A comedy team that just stands on stage whispering to each other. We're going for
a brand new comedic style. So, what did you think? Don't quit your day job. That's what I thought. Ah, now she plays the straight man. Ja, das war wohl dann voll für die Füße. Tut mir leid, Magilou. Maggie und Val, wie? Nun, ihr hängt eure Berufe besser noch nicht an den Nagel. Ich glaube schon. Habe ich mir das vergeigt? Hätte das vielleicht auch anders ablaufen können? Oh, die Expedition ist auch schon da? Was? Ach so, ich dachte schon. Ah. Take a look at this. Und? Dreimal gesiegt. Well, well. So, bekommen wir jetzt auch das, was wir haben wollen? Eine Jiminy-Muschel. Lauch, schaumige Milch. Ja, okay, aber wir brauchen noch... Moment mal. Fertigkeitsliste? Nein. Gebietsinfo. Ja, benötigt es Level 11? Okay. Naja, gut, ich habe aber ja schon Level 15, also dürfte das ja eigentlich dann gar kein Problem sein, falls das nächste Gebiet Level 12. This is bullcrap. You're gouging us just 'cause you can. Well, if you want to pay less, maybe you should go find someone more generous. Hm? Looks like they're at it again. Oh, was war das? Jetzt schlafen alle, die keine Dämonen sind, oder? Huh? What's happening? Benwick, snap out of it! Benwick! Huh? I was haggling for supplies, and... Tell you what, I'll give you a fair price. Actually, just take what you need. We should all endeavor to help contribute to the common good of humanity, rather than selfishly pursue wanton profit. What? Are you sure? No. Wait. What was I saying? You felt that too, didn't you, kiddo? Yeah. It disappeared. But I felt a strong force coming from somewhere to the north. It's called a domain. A Moloch's zone of influence. Wait, if it's north of here, then... The Empyrean's throne? Did that happen because of something Innominat and Artorias did? I don't know. I've got a bad feeling about this. We should get far away from here, and quickly. So, the suppression. Wer ist das? Die Stimme sagt mir auch leider gar nichts. Also ich höre die Stimme, glaube ich, zum ersten Mal. But our job with Tabitha comes first, and we need a hideout soon too. True enough. So, aber ich kann hier oben noch mal mit jemandem sprechen. Ja, hier hat sich was getan. Das finde ich jetzt gar nicht so toll. Denn jetzt sagt mein innerer Monk, dass ich jetzt nochmal komplett zurücklaufen muss. Denn es könnte ja sein, dass ich da noch mit dem einen oder mit dem anderen sprechen kann. Oh. Oh. So, ich fange jetzt aber erstmal hier mit dir an. So, eben hat ja die ältere Dame gesprochen. Jetzt möchte sie was sagen. Ist alles in Ordnung, Omi? Du hast irgendwas gemurmelt. Ach ja, was habe ich denn gesagt? Es war, also, das weiß ich gar nicht mehr so genau. Hä, hast du nicht zugehört? Oder hast du das vergessen? Wegen dieser Magie. Hey, Geezer, you all right? What nonsense are you spouting, youngin? That's one spirited old man. Well, it's just that you suddenly got all polite on me, and you were all like, oh no, good chum, worry not about your debt to me. I thought I said stop spouting nonsense. It's not nonsense. You did say it. I heard you say it. He did. But we were all acting strangely.
You said, after you, fine sir. And I said, no, 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 I simply couldn't. You first, dear friend. There's no way in hell I would ever let you go first. Come to think of it, that's right. But he said not to worry about our debts and now he's taking it back? That's inhuman, cruel, ruthless. They lost control of themselves, but still have their memories. Maybe something was manipulating them. What in the world happened to us? I don't get it, but what I do get is that he said we don't owe him nothing. So my debt to you is off, right, old man? Same here! Same here! Shut your traps! I'd be flat broke if I let you knuckleheads off the hook. Now shut up and pay up. Something really strange happened here. Seems so. And I think this is just the beginning of it. Okay. Hm. Entschuldigt. Ich war gerade nicht ganz bei der Sache. Vermutlich arbeite ich zu hart. Hört mal, wenn ihr nicht bald eure Rechnung bezahlt, verdoppel ich sie. Hey, aber das geht doch nicht. Wartet nur, bis die Abtei davon erfährt. Rückgrat hat er, so viel steht fest. Ja, super. So, ich muss jetzt doch... Oh, ja, Entschuldigung, ich wollte sprinten, deswegen drücke ich die Viereck-Taste. Oh. Ihr müsst auch denken, ich bin bescheuert. Es tut mir so leid. Ich werde es nicht lernen und ich spiele jetzt schon 6 Stunden Tales of Berseria und drücke immer noch die Viereck-Taste, weil ich der Meinung bin, dass Velvet sprinten kann. So, ich komme aber hier raus. Okay. Der Reiz ist schon groß, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ich möchte gerne wissen, ob es jetzt auch neue Gespräche in der anderen Stadt gibt. Ich werde das Ganze mal beschleunigen. Da ging ja die Post ab. Wie die da alle hinter mir her waren. So, auf jeden Fall kann ich das hier mitnehmen. 2 angelaufene Silbermünzen. Okay, nee, ich kann hier sonst mit keinem reden. Achso, ja gut, wir sind ja noch hier. Stimmt. Moment, das möchte ich mitnehmen. Bronzeklumpen. So, dann schauen wir mal, wie es hier aussieht. Also, es sind immer noch dieselben Leute, wie ich das jetzt mal so von den grünen Punkten auf der Karte jetzt beurteilen kann. Also, ich gehe mal stark davon aus, dass die alle was anderes sagen. So, dass sie nichts mehr sagen. So rum. Gut, dann werde ich jetzt mich da nochmal hin teleportieren. So, zack. So schnell geht's. Moment mal. Du sagst was anderes. Was habe ich denn gerade getan? Werde ich etwa senil? Dasselbe habe ich mich auch gefragt. Habe ich etwas Merkwürdiges gesagt? Ach du meine Güte. Das klingt ja nach mir am nächsten Tag im Suff. Hast du vielleicht vergessen, dass du neue Sachen hast? Nee, schade. Hätte ja sein können. 5 die abgesplitterte Kupfermünze. Aber gut, dass ich dann jetzt nochmal von hinten reingekommen bin. Sonst hätte ich ja dieses Gespräch gar nicht mitnehmen können. Ich meine, das wäre jetzt auch kein Untergang gewesen, aber trotzdem, ich hätte auch gar keine andere Wahl gehabt. So, das nehme ich mit. Zucker, ganz wichtig. Ganz wichtig. Gut, dann kann ich jetzt nur noch mit dir sprechen. Mir tut furchtbar leid, was vorhin geschehen ist. Tut's dir nicht. Ich kann mir nicht erklären, warum ich so etwas tun sollte. Ja, ja. Sagen sie alle. Ich glaub dir kein Wort. Okay, dann würde ich sagen, auf geht's nach Titania. Ja, die Gefangeneninsel oder die Insel mit dem Gefängnis. Tut mir leid, dass ich kurz weggetreten war. Jetzt geht es mir wieder gut. Das freut uns zu hören, dass es dir wieder gut geht. Ich müsste aber eigentlich noch... Ja, hier ist es. Die Gefängnisinsel. Ja, ich hatte sogar recht, es ist die Gefängnisinsel. Das können wir überspringen, das müssen wir uns nicht anschauen. So, wer bist du? Alright. Hoch mit der Kapuze. We're safely on the rolling waves. Don't you think it's time you showed us your face, Mystery Monk? You're right. My apologies. I knew
knew it! Prince Percival! Percival Ilmid Asgard, crowned prince and heir to the throne of the Midgand Kingdom. So he's next in line, is he? It looks like someone already had me figured out. Yes, Your Highness. I could tell from your fragrant wood scent, as only the royal family may wear it. But if I may ask, why? Must I explain myself to gain your aid? I myself could ask what an exorcist is doing consorting with members of the underworld. I don't... It doesn't matter why you're here. On this ship, you're here for us to use to our advantage. Treat me as you will. It's not like I can ever go back. For a fellow born with silver spoons spewing out of his mouth, Princey Pooh's rather laid back. Prince Percival is an upstanding man, renowned for both his intelligence and his fair, just demeanor. It's widely believed that with him on the throne, Midgand's prosperity will continue and... Look, I played dumb earlier, but I smelled that scent too. He wore it for us to notice. He wanted us to know just what sort of position he held, and how useful he could be to us. He surprised me, at least. Do you think we're being led into another trap? We definitely can't take that possibility off the table. When the time comes, he'll make a good hostage, if nothing else. Not if the ones we face are after his life, too. For now, let's just make sure we keep an eye on him. The prince! He said he couldn't go back. I wonder why. Ja, so viel werden wir dann höchstwahrscheinlich erfahren, wenn wir auf der Gefangeneninsel sind. The whole island's a prison. It's like a secret fort or something. Weirdly quiet, though. Yeah, I don't see a single exorcist on watch. Let's scope out the inside. Super. Willkommen in der JVA. Wir sind wieder da. Ich meine, wir sind ja erst so vor 56 Folgen ausgebrochen. Ah ja, hier der Kopflose. Ja, was geht's, der Kopflose? Ja, hier ist sie ja, Kamuana. Ja, das freut mich ja unheimlich, dass du noch bei uns bist. 6 abgesplitterte Kupfermünzen. Und du bist so hübsch. Ich finde die so mega. Ja, hier ist der Schwanzlose. So, okay, ich werde mit euch sprechen, aber ich werde erstmal... Grimmerer, was machst du denn hier? Warum bist du denn nicht hinten bei uns? Meine Güte, das ist alles sehr ominös. Ich frage mich, was hier vor sich geht. Ja, das fragen wir uns alle. Oha, diese Insel wirkt alles andere als einladend. Ich stelle sicher, dass wir jederzeit Segeln setzen können. Pass gut auf, während du dich umsiehst. Danke. Und auch danke dafür, dass du mitdenkst. Hoppla, ich wollte wieder sprinten, wie ihr gemerkt habt. Also ich wollte was tun, was wir gar nicht können. Hahaha. Bei den Docks ist nichts Ungewöhnliches zu sehen. Sie waren offenbar schon vor unserer Ankunft dann eine ganze Weile verlassen. Ist dem so? Ich kann hier speichern, okay. Gut, ich rede erstmal... mit dir. Du bist ja schon am längsten bei uns. Ich fange erstmal mit dir an, Dial. Dieser Ort ist total unheimlich. Ich kriege eine richtige Gänsehaut. Geckohaut. Eine Geckohaut? Okay. Das ist alles aus dem Fels herausgehauen worden. Es wirkt eher wie eine Festung und nicht wie ein Gefängnis. Aber in jedem Fall war es höllisch viel Arbeit. Ich wollte mit ihr sprechen. Entschuldigung, dass du dich angesprochen gefühlt hast. Hallo, ich möchte doch mit ihr sprechen. Hallo, geht's noch? Das kann doch nicht wahr sein. Hallo, ich möchte doch mit ihr sprechen. Warum funktioniert das nicht? Dial, ich möchte mit dir nicht reden. Ich möchte doch mit Kamuana sprechen. Aber dafür muss man mich lassen. Hey, ist das dein Ernst? Ist das ein Bug? Kann nicht sein. Ey, hallo. Ah, ich fürchte mich nicht.
Nicht allzu sehr. Du darfst dich fürchten, musst du aber nicht. Wir sind bei dir. Es ist alles gut. So, ich habe ein Auge auf dich geworfen und die anderen auch. Das war Teil des Plans. Ha? Von welchem Plan sprichst du denn bitte? Dürfen wir vielleicht mit involviert werden? Ich würde gern wissen, um was es hier geht. Ich werde jetzt mal sicherheitshalber abspeichern. Okay, wollen wir rein? An Exorcist. Are you all right? Headless Knights. She's dead. The Headless Knight is back? Think this is the demon that attacked her? Hmm. Another prison riot? Kurogane, Dial, you two protect Kamoana and the prince. Understood. Okay, dann lasst uns loslegen. Also, ich dachte, das wäre einer der Standardgegner. Oh ja, die geht ja auch schon richtig los. Ja, Rachegelüste wahrscheinlich. Wegen ihrer Kollegin. 12 Sekunden, mein lieber Scholli. Schlangenbiss, ja, den haben wir schon. So did the Abbey actually fail to quell the riot? I find that hard to believe. The prison was heavily staffed with exorcists. Perhaps it was venomization. Venomization? Hab ich auch noch nie gehört. Forcing demons to eat each other in order to produce ever stronger demons. So the demons devoured each other, creating a demon too powerful for the exorcists to control? I imagine the riot didn't help. Now whose fault could that have been, I wonder? Whatever happened doesn't matter to us now. We need to focus on how to take this place for ourselves. That exorcist from before said something about a headless knight, right? That one's probably the leader. Then we hunt it down and destroy it. Until we capture the island, let's use this room for our staging ground. I'll leave the prince and Kamoana to you two. Eliminate any enemies who come in. Understood. Don't expect much from me, but all right. Kamoana, if anything happens, call for me and I'll come running to protect you, okay? Okay, you stay safe too, Eleanor. Let's go. Hat gegessen, immerhin, das ist sehr wichtig. Okay, ich kann jetzt auch mit allen nochmal sprechen, das finde ich gut. Oh, Leute. Ich würde hier echt saugern weitermachen. Ich spüre eine mächtige Präsenz im Inneren. Dort ist jemand, bei dem man sich in Acht nehmen sollte. Ist dem so? So, Dial? Hör zu, ich bin eine Echse, kein Drache. Du weißt das. Wird es brenzlig, reiße ich mir den Schwanz ab und laufe weg. Oh Mist, ich habe ja gar keinen mehr. Ganz genau, und deswegen bleibst du hier und passt auf Kamoana auf und auf den Prinzen, okay? Auch wenn mir die Sache mit dem Prinzen eher weniger gefällt, ich meinte, er ist schließlich alt genug, der kann sich selbst beschützen, aber pass auf Kamoana auf. Wenn ihr ein Haar gekrümmt wird, dann bekommen wir den größten Streit, das verspreche ich dir. Bis jetzt bin ich immer nur weggelaufen. Aber jetzt wird es Zeit, standhaft zu bleiben. Naja dann. Es ist immer so schwer, Kamoana anzusprechen. Nein, oh, ich möchte mit dir nicht reden. Ah, geht doch. Eleanor, ich weiß, dass du kommst, wenn ich um Hilfe rufe. Richtig? Versprochen? Ja, das verspreche ich. Wir kommen wieder, wenn irgendwas ist. Ja. Das hier ist aber auch neu, ja? Das hier... Also zumindest hier die beiden, ich meine, die beiden sind ja noch nicht so lange bei uns, aber dass die uns irgendwie begleiten und dass die hier auf uns aufpassen und so ein Kram, ich weiß nicht. Hab da ein bisschen Bammel, vor allen Dingen haben die auch kein Training und so und dann sind die hier gleich mit noch einem Neuen mit dabei,
dem wir noch nicht mal so richtig vertrauen können? Ah, ich bin da irgendwie ein bisschen skeptisch. Wenn Kamuana was passiert, flippe ich aus. So, das hier möchte ich mitnehmen. 8 Tails-Münzen. So, dann schauen wir mal, was hier oben los ist. So. Genau, ich habe doch auch eine Karte. Ich kann ja auch eine Karte aufrufen. Zum Außenpfad. Okay, das können wir uns auf jeden Fall anschauen. So viel Zeit haben wir noch. Nur ich möchte ungern hier anfangen und mittendrin dann die Folge beenden. Okay, ich komme auf jeden Fall nochmal rein. Okay, ich bin mal gespannt, was draußen auf uns warten könnte. Eintreten. What the flip? Hab ich mich erschrocken? Gargoyles, okay. So, zack. Hab ich mich erschrocken. Oh mein Gott, die haben es aber echt in sich, muss ich sagen. Ja, sehr schön. Boah, die schützen sich auch noch. Ich habe nur noch 2 SA. Oder SG, wie auch immer. Ey, das darf doch nicht wahr sein. Seht ihr, deswegen bin ich froh, dass ich alles auf 4X so gelassen habe, wie es ursprünglich gewesen war. Denn ansonsten, wenn ich die ganzen teuren Sachen jetzt auf 4X belegt hätte und halt 4X drücken würde, das wäre halt nicht so doll. 318 Erfahrungspunkte. Verlangsamungswehr, jawohl, Dreizack, wir haben eine neue Waffe. Ein Speer mit einer Dreifachspitze für Eleanor. Ja, die hat aber genügend Waffen. Sind das Geister? Okay, die werden gleich vor meiner Nase stehen, ich sehe es schon kommen. Ausrüstungen, Verlangsamungswehr, dann schauen wir mal. Die Flammenwehr hätten wir noch. Ich weiß auch nicht, warum Rukuru das nicht angelegt hat. Du bekommst die Schockwehr, Rukuru. Hier, Flammenwehr. Bitteschön, jetzt hast du das Richtige, dann kann ich das andere wegnehmen. So, angelaufene Silbermünze. Zack, gefährliches Treffen. Na, dann wollen wir mal. Oh, hört auf, euch zu schützen. Ja, jetzt habe ich ein SG verloren, weil die sich schützen. Ich hasse das. Moment, da muss meine Dämonenhand her, das geht nicht anders. So, zack. Ja, alles mitnehmen, was geht. So, zack. Na, komm schon. Erledigt. Oh, das sind ja noch mehr. Achso, ja, stimmt. War ja auch Überfall, wollte ich schon sagen. Moment. So, zack. Jawohl. Statuskrankheit. Achso, die anderen. Ich muss denen höchstwahrscheinlich Weihwasser geben. Gehe ich einfach mal davon aus. So, komm, schnapp sie dir, Velvet. Komm, wir haben doch hier unsere tollen Attacken hier. Ja, obwohl ich irgendwie das Gefühl habe, dass du immer dasselbe machst. Meine Güte, wie viele gibt's denn hier? So, Dämonenhand, ich kann mir das hier nicht anschauen. So, komm. Ja, immer her damit. Ja, und dann kommen schon die nächsten beiden. Ah, das ist doch so abnormal. Geht die auch kaputt? Ey, die halten ganz schön viel aus, mein lieber Mann. So, dann muss ich nochmal die Dämonenhand holen. Geht nicht anders. So, wie viele sind hier denn noch da? Na, Gott sei Dank. Und 1752 Erfahrungspunkte nur. Okay, Amphibulmontur, immerhin. Ja. Oh, da ist was Neues gewesen. Exquisites Amulett. Ein schönes Amulett über seinen Zweck wird ständig diskutiert. Okay. Das könnten wir ja auch. Ah, da vorne. Ja, wir haben gleich sehr viel Spaß miteinander. Ich muss hier nur mal kurz mich umziehen. Okay, wir haben nichts anderes für Velvet. Das bedeutet, ich sollte ihr das geben, wovon sie mehr am meisten profitiert. KP wohl eher weniger. Dann gucken wir lieber, dass die Angriffskraft steigt. So, gemeistert Bernsteinweste. Haben wir da mittlerweile was Neues? Nein, Rukuru trägt die Weste nicht, wahr? Okay, dann bekommst du jetzt hier was Neues. Da müssen wir jetzt mal gucken. Die Bernsteinschleife wäre nicht schlecht, denn dafür brauchen wir nur 90. Hierfür brauchen wir nur 77. Geht in Ordnung. Die Kriegspike ist noch ausgerüstet. Und hier scheint auch noch alles in Ordnung zu sein. Rukuru. Irgendwas war doch mit dir? Nee. Kalzitmontur. Achso, ja, stimmt. Alles klar. Okay. Dann. Ja, komm her. Ich wollte gerade zu dir kommen. Die beliebte Flammenhexe.
So, und dann packe ich direkt die Dämonenhand aus. Und dann wird sich hier schon wieder geschützt. Ich kann das leiden, ey. Moment. Die hört ja nicht mehr auf. So, es sind aber nur noch drei. Oh, dann schützt die sich. Dann geht meine ganze Kondition flöten hier. Na, Gott sei Dank. 208 Erfahrungspunkte. Hat einen neuen Kochlevel erreicht. Das ist aber was Gutes. So, dreimal die abgesplitterte Kupfermünze. Okay, also was die Gegner angeht, da können wir uns dann doch schon ein bisschen warm anziehen. Was ich jetzt hier draußen gesehen habe. Und ich gehe auch mal stark davon aus, dass wir hier drin dieselben Gegner haben werden. Das könnte ja lustig werden. Oh, bin ich etwa an dir vorbeigelaufen? Wie ungeschickt von mir. Zwei angelaufene Silbermünzen, die nehmen wir natürlich noch sehr gerne entgegen. Okay, meine Lieben. Dann werde ich jetzt hier an dieser Stelle die Folge beenden. Und ja, dann machen wir hier, also gut, ich mache hier dann nächste Woche dann weiter. Oh, bin gespannt, wie es hier weitergeht. Ich würde hier so unglaublich gern weitermachen. Aber okay, gut. Ist nicht anders. Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall fürs Einschalten und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.